Servus, du bayerische Langknödel da draußen vom PC in die Laptop und TV. Wir spielen Felix. Jetzt wird's langsam ernst. Denn ich wollte eigentlich schon bald eine Fraktion anschließen, aber das ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Es macht mir aber Spaß, diese Mission abzuschließen. Leute zuschauen beim Saufen. Bullet draußen vor den Toren braucht Verstärkung. Scheiße, ich habe es geahnt. Wir brauchen die Männer eigentlich hier im Lager. Wie viele Männer braucht er denn? Mit 4 Leuten sollte das Fort gut geschützt sein. Habe ich wahrscheinlich nicht. 3 Männer ist das Minimum. Überleben 2. Drei Männer ist das Minimum. Dort ist es gefährlich. Du machst auf mich den Eindruck, als würdest du dich in der Wildnis gut auskennen. Ich werde auf dich hören. Du kannst Bullet und Lucy Bescheid geben, dass sie ihre Verstärkung bekommen sollen. Auf den Verlust dieser Geschichte? Diese Entscheidung. Wir haben uns nur 3, ja? Noch so ein Biest. Nächste Stufe. Ja, ich will mich ja aufladen, hallo. Jetzt. Schick mir ins Reich der Schatten. Da ist noch einer. Vielleicht deswegen? Lucy hat überlebt. Hey, du. Du bist doch derjenige, den Bullet zu William geschickt hat, um Verstärkung zu holen, oder? Was auch immer du mit William ausgemacht hast, es waren nicht genug Leute. Und weil wir nicht genug Männer hier hatten, ist Bullet verschleppt worden. Okay. Was meinst du mit verschleppt? Eines dieser Biester hat Bullet am Fuß gepackt und mitgeschleift. Ich konnte es beobachten, aber ich hatte alle Hände voll mit den anderen Biestern zu tun. Er hatte keine Chance. Das ist deine Schuld. Ich will, dass du Bullet suchen gehst. Du hast keinen Zweck, er ist schon tot. Okay, ich werde ihn suchen. Gut, ich habe gesehen, in welche Richtung er verschleppt wurde. Das Biest hat ihn Richtung Westen davon geschleift. Vermutlich haben sie irgendwo in dem Canyon ihr Nest. Such dort und ich bin sicher, du wirst ihn finden. Alles klar. 1, 2. Wo ist der dritte? Tot? Das war eine richtig coole Aktion jetzt gerade. Überraschend? Oh, schön. Aber wo ist denn der dritte? Ist der irgendwo weggepackt und gestorben? Oh. Oh. Tut mir aber voll leid. Was ist eigentlich mit dir passiert? Was ist mit ihr nur passiert? Das weiß ich doch nicht. Sowas. Das wollte ich doch gar nicht.
Das wird sicherlich teuer. Sag mal, bist du taub? Der Big Bang soll endlich ausgeliefert werden. Geh zu Konrad und mach ihm Beine. Sonst mach ich das. Und dich werfe ich den Schakalen zum Fraß vor. Klar? Kann ich es irgendwie beschleunigen? Ich will Frank freikaufen. Frank? Ah ja, ich erinnere mich. Überrascht es dich, wenn ich antworte? Nur zu. Der Kerl hat sich durch unsere Folter nicht brechen lassen und mir keine brauchbaren Informationen geliefert. Also habe ich keine Verwendung mehr für ihn. Außerdem denkt die Made, wir sind ein Haufen dummer Schläger. Wenn er diese Einschätzung seinen selbstgerechten Anführern in Ignadon berichtet, werden sie mich nicht als Gefahr einstufen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich unter ihrem Radar weiter ungestört meine Pläne schmieden kann. Zahl mir also das Lösegeld und dann kannst du ihm sagen, dass er verschwinden kann. Hier, das Lösegeld. Weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Behalt das Kleingeld. Du hast keinen Eid auf ihren lächerlichen Gott geschworen und das honoriere ich. Hey. Darüber hinaus überlasse ich es dir, dem Gefangenen Bescheid zu geben. Und bevor du gehst, ein gut gemeinter Rat. Sieh meine Großzügigkeit als Entscheidungshilfe an, wem du dich anschließen solltest. Wer mir die Treue schwört, den lasse ich nicht am langen Arm verhungern. Na, hat er eigentlich recht. Na gut, es sind alle Seiten irgendwie verfürcht. Schau, auch die Tür wieder. Ha, die andere hat's weggerissen. Okay. Ja, das sieht man mal, wa? Der Duke und seine Großzügigkeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will einfach mal sie nur ansprechen. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Der Duke hat Frank freigesprochen. Wie bitte? Hat er den Verstand verloren? Er hat gute Gründe. Dann muss ich mich wohl fügen. Aber da du in diese Sache verstrickt bist, wirst du ihn auch in die Freiheit entlassen. Ich möchte mir sein dummes Grinsen ersparen, wenn wir ihn schon ziehen lassen müssen. Das sollte kein Problem sein. Ich weiß es nicht. Wir sollen sie ja... Das sollte kein Problem sein. Fein, fein. Sobald diese Wanze das Fort verlassen hat, such mich wieder auf. Ich habe einen Auftrag für dich. Aber die Einzelheiten erkläre ich später. Denn die Sache erfordert deine ganze Aufmerksamkeit. Wenn du also noch vorhast, dich zu betrinken, erledige das jetzt. Ich brauche dich nüchtern und nicht randvoll mit dem Pisswasser, das in Chloes Bar ausgeschenkt wird. Von dir nehme ich keine Aufträge entgegen. Ach, kommt mit diesen Entscheidungen. Ich überlege es mir. Von wegen. Ich sehe doch, dass du scharf auf ein paar Splitter bist. Also gib mir Bescheid, wenn du zu Ende überlegt hast. Auch wenn das bei euch Männern erfahrungsgemäß dauern kann. Danke. Oh. Schöne, nette, sexy Anspielung. Ach. Ich habe mit Hartmut gesprochen. Du bist auf unseren Gruppenführer gestoßen? Ja. Seit wann lässt er sich hinab, mit einem Außenstehenden zu reden? Er wirkte auf mich alles andere als abweisend. Ah. Wenn er dir vertraut, war mein Misstrauen dir gegenüber wohl etwas verfrüht. Er gab mir den Auftrag, dich freizukaufen. Das hört sich gut an. Aber ich sollte meine Euphorie bremsen. Noch sitze ich hier. Das Lösegeld ist bezahlt. Du kannst gehen. Moment. Du hast dich schon darum gekümmert? Ja. Offensichtlich. Ich traue dem Ganzen nicht. Er lässt mir doch sicher eine Kugel in den Kopf jagen, wenn ich Anstalten mache zu gehen. Ja. Iron Madison ist ruhig gestellt. Dir kann nichts passieren. Dein Wort in Kalans Ohr. Aber gut,
Ich sollte mich sputen. Ich denke, ich suche meine alte Einheit auf. Da ich kein Elixit bei mir trage, solltest du das auch bald tun. Unser Anführer wird dich sicher zu entlohnen wissen. Natürlich nur, sofern er noch am Leben ist. Hier kann man ja nie sicher sein. Also, mein Freund, halt die Ohren steif. Und weg ist er. Weggeportet. Na, das ist aber mein Knödel. Ach ja, technische Versorgung. Die menschliche Beute. Das schauen wir uns mal an. Es dürfte nicht ganz so weit. Oh. Was? Was ist das hier schon? Beim letzten Kreaturangriff wurden einige Tote und Verletzte weggeschleppt. Darunter auch Lucys Kumpel Bullet. Ach, das ist da hinten. Ach. Die Mutprobe. Bäuerchen. Puh. Ich hätte mal Lust, ganz was anderes zu machen. Sonst vergesse ich das immer. Zu den Separatisten. Und ihm Bescheid geben, dass ich das mit dem Konverter gelöst habe. Und ein paar Belohnungen. Ich weiß, ich habe einen Stufenanstieg bekommen. Werden wir gleich was machen daran? Müssen wir nicht vergessen, ne? Wir müssen im Hinterköpfchen behalten. Wir müssen ja nicht immer Struktur reinmachen. Es war ja schon, sowieso schon strukturiert, das Ganze. Aber du? Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein, auch wenn es noch Jahre dauert. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. Was hast du noch zu berichten? Ich habe gerade ein Schiff mitbekommen, Flashbacks. Okay, das war mit Kallax vielleicht sogar eine Unterredung. Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Was hast du gesehen? Ich hatte Visionen über meine Vergangenheit. Ich nehme an, sie konnten dir einiges über dein innerstes Selbst verdeutlichen. Die wenigsten davon. Sie warfen nur noch mehr Fragen auf. Anfangs ist es noch verwirrend. Bald wirst du lernen, sie richtig zu deuten. Was geschieht mit mir? Dein Körper wehrt sich gegen den Elix-Entzug. Lass ihn gewähren und beobachte ihn. Er wird wichtige Dinge zutage fördern. Er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Aha. Gut.
aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Alles klar. Ja, das war mir, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch dieses Achievements freizuschalten. Wir haben ja, wir sind ja ein Alp und haben Gefühle. Und ich fand aber mich immer schon ein bisschen menschlich. Also unsere Denkweise war schon immer anders. Finde ich. Naja. Uiu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